Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu Let's Show Minecraft von mir, Play Minecraft Go, für euch. So, und zwar sind wir hier bei Let's Show Burg Grafenstein. So, ich möchte jetzt noch gar nicht so weit reingehen. Hier, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, weil ich das auch schon ein paar Mal gefragt wurde, nein, ich cheate nicht bei meinen Let's Shows. Gut, okay, sagen wir es so. So groß ist Burg Grafenstein noch leider nicht. Allerdings komme ich da auch noch gleich zu. Erstmal zu den Sachen von wegen, cheatest du? Nein, wie man hier sieht, überall Stein, das war hier ein Berg. Der ist ungefähr so groß wie der und der Rest von dem Berg wird auch noch verdichtet, sag ich mal. Was heißt, also, ja, wie man das hier sieht, Material habe ich nicht zu wenig. Wenn der fertig ist, werde ich den da abtragen. Wie es auch sein mag. So, ich werde auf jeden Fall, ich sammle mir die Sachen zusammen, okay? Gut, so. So, dann bin ich jetzt beim Update 1.1 und zwar, das wollte ich nochmal genau zeigen. Ach, dieses schöne Wasser, ja, schön. So, und zwar hat sich hier drinnen etwas getan. Und zwar haben wir jetzt hier einen Gravelboden, der meiner Meinung nach richtig schick aussieht. Dann kommen wir hier rein und gehen hier auf unseren Wollethron. Ja, sehr schön. Gut, hier drin müsste ich mir noch überlegen. Ich glaube, hier werde ich noch ein paar Bilder aufhängen, ein paar Fenster reinmachen. Wobei ich bin mit dem Fenster nicht ganz sicher bin, weil irgendwie auf der einen Seite ist es zwar recht dunkel hier dran, aber auf der anderen Seite sieht das irgendwie scheiße aus, wenn man gegen die Mauer guckt. Das würde ich dann vielleicht machen, wenn ich dann mit dem Erweitern soweit bin. Aber dazu komme ich gleich noch. So, außerdem, wenn wir hier, ich nenne es übrigens den Thronsaal, ne, Thronsaal da, Thronsaal. Throne, Saal, naja, kommt noch. Wird noch ein größerer gebaut und so weiter und so fort. Ist ja erst Update 1.1. So, und dann haben wir hier noch ein kleines Gebäude. Das ist nämlich der Wartungsraum, beziehungsweise der Hausmeisterraum, nenne ich es mal. Er hat halt eben sein Crafting Table und ein paar Öfen halt eben, so was zum Arbeiten. Und ich werde, glaube ich, hier noch ein Bett reinsetzen. Aber gut, dazu kommen wir mal anders. Wie gesagt, hier wurde halt eben ein schöner Boden gezogen, wodurch jetzt das nicht mehr so, ja, ich sag mal, langweilig aussieht. So, jetzt kurz für die, die sich interessieren, wie es ungefähr weitergehen wird. Und zwar wird die Fläche auf diese Höhe erhöht, bis ungefähr, erstmal bis ungefähr da, hier. Wie weit? Nach da gucke ich noch. Also, nach und nach werde ich auch diesen, ich sag mal, Fluss schließen und meine Fläche hier erweitern. Was einigermaßen schwer wird, weil dort ein, ich sag mal, ich meine, die heißen Cleaves, also eine Schlucht ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da nicht irgendwie dann noch ein Verlies drin bauen werde oder so etwas, aber das werden wir dann ja weiterhin sehen. So, wie gesagt, erstmal wird die Burg weiterhin in diese Richtung erweitert und auch teilweise in diese Richtung. Allerdings erstmal in diese hier, weil ich hier mehr mit dem Flachland habe und da nicht das Wasser zumachen muss und das ja ein bisschen Zeit nimmt, bla bla bla. So, und irgendwann wird die Burg auch in diese Richtung erweitert. Allerdings wird diese Richtung noch saulange dauern, denn dazu werde ich erst den Berg abtragen müssen. Wie sich jeder denken kann. So, das war es im Grunde zu meinem Update 1.1. Es hat sich leider nicht viel getan, weil ich leider noch nicht viel Zeit hatte, um großartig etwas zu machen. Allerdings ist das jetzt, glaube ich, mit dem 1.0 ungefähr schon eine Woche her. Dementsprechend wollte ich euch langsam mal wieder etwas zeigen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer. Wir sehen uns dann im Update 1.2 wieder. Beziehungsweise, ich glaube, das nenne ich dann schon 2.1, weil sich dann die eigentliche Burg schon vergrößert hat. So, kurz zur Info, die erste Ziffer ändert sich immer, wenn sich die eigentliche Burg vergrößert. Wenn sich innerhalb der Burg nur etwas ändert, kommt halt eben hinter die erste Ziffer eine zweite. So, damit ihr schon mal wisst, wie ich die dann benennen werde. So, und ansonsten wurde halt eben, habe ich halt eben hier oben die Bäume nochmal neu gesetzt, weil mir die nicht ganz gut gefallen haben. Und ansonsten war es das jetzt im Grunde. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, schönen Tag, was ihr gerade habt. Hoffe, wir sehen uns im Update, also im nächsten Update wieder. Und ja, ich würde sagen, ciao, die Bowie, euer Play Minecraft Go. Tschüssi.